Der Manuel von der PC Games Hardware hier auf der IFA in Berlin beim Stand von Zeiss. Zeiss ist eigentlich bekannt für Optik, Linsen, Objektive an sich, hat aber jetzt eine VR-Brille rausgebracht, zudem auch noch, die mit dem PC funktionieren soll. Deswegen sind wir hier. Bei mir ist der Herr Troppenhagen von Zeiss, Produktmanager. Was hat es denn damit auf sich? Ja, fangen wir ganz kurz an. Klar, das ist die VR One Plus, ein mobiles VR-Headset getrieben durch ein Smartphone. Das heißt, ich nutze die Funktion eines Smartphones für die Darstellung von VR-Inhalten, wie auch die ganzen Beschleunigungssensoren für die Kopfbewegung. Ja. Normalerweise lade ich mir Apps runter vom Google Play Store oder vom Apple App Store und nutze die hier in der Brille. Was wir dieses Jahr auch vorstellen, ein neues Produkt, es ist die VR One Connect. Wie man schon hier sieht, die Frau auf dem Frontcover hat zwei Controller in der Hand. Mit diesen zwei Controller ist die Geschichte damit verbunden, dass ich hier mit der virtuellen Welt interagiere. Und die Frage ist, mit was spiele ich oder mit was interagiere ich? Und das ist jetzt diese Neuheit, was wir hier zeigen. Wir verbinden uns mit der Steam-Plattform. Auf dieser Steam-Plattform es sehr viele VR-Spiele gibt. Die Spiele laufen weiterhin auf dem PC und wir übertragen nur das Bild auf das Smartphone und tauschen die Sensorendaten aus von den Controller wie auch von der Kopfbewegung von der Brille. Somit kann ich in dieser Welt interagieren mit diesen zwei Bluetooth-Controller und die Spiele laufen auf Steam, auf dem Steam-Rechner, auf dem Spiele-PC. Und habt ihr das volle Spielerlebnis hier mit einer relativ kostengünstigen Lösung von 129 Euro. Okay, jetzt habe ich gesehen, sind hier keinerlei Einstellungsmöglichkeiten für die Linsen. Also ich kenne es von anderen VR-Brillen, da muss man den Augenabstand ausmessen. Warum ist das hier nicht? Wodurch unterscheiden sich da die Linsen von anderen Brillen? Genau. Das ist genau was ja auch die Kernkompetenz von Zeiss ausmacht. Wir sind stark in Optik. Und wir haben diese Linse hier so designt, dass Leute mit unterschiedlichen Augenabständen reingucken können, ohne die Linse manuell verschieben zu müssen. Da gibt es einen sogenannten Hotspot, das ist so ein Bereich, wo die Pupille sein muss, um eine klare Abbildung zu sehen. Und dieser sogenannte Hotspot ist sehr groß und deckt einen Augenabstandsbereich ab von 55 bis 77 mm. Heißt, da arbeitet dann eine App wahrscheinlich von Zeiss auf dem Smartphone? Die das Ganze, kann man da individuell was einstellen, was die Sicht betrifft? Nee, ist auch nicht notwendig. Das Einzige, was gemacht wird, ist das Thema der Vorverzeichnung. Das heißt, jede normale Linse verzeichnet ein Bild und ich kann auf der App dieses Bild vorverzeichnen, um einfach keine Verzerrung zu sehen. Ja. Das Thema App ist ein guter Stichpunkt. Für dieses VR One Connect installiere ich eine App auf dem Smartphone. Hier unterstützen wir iOS-Geräte wie auch Android. Auf PC-Seite wird ein Windows-Treiber installiert und diese zwei Komponenten sprechen miteinander, um möglichst eine geringe Latenzzeit zu erreichen. Ich weiß nicht, ob Sie schon gesagt haben, das Ding braucht trotzdem noch eine USB-Verbindung, eine Kabelverbindung zum PC dann. Richtig, genau. Also das Telefon in der VR One wird mit einem USB-Kabel verbunden mit dem PC, um einfach die Daten möglichst schnell übertragen zu können. Ja, weil auch hier das Thema, je niedriger die Latenz, desto besser dieses VR-Erlebnis. Controller bleiben wireless Bluetooth, oder? Die Controller sind Bluetooth-Controller, die verbinden sich mit dem Smartphone und das Smartphone gibt alle Daten möglichst schnell rüber zum PC für die Neuberechnung der Bilder. Ich habe das Datenblatt natürlich gelesen, da steht nur von 3 Freiheitsgraden bei den Controllern. Bei den ganzen anderen VR-Brillen, die jetzt erscheinen, haben insgesamt 6. Wo ist denn da der Unterschied im VR-Erlebnis zwischen 3 und 6 Freiheitsgraden? Ja, also die stationären Lösungen wie die Oculus oder die Vive, die haben ein 6-DOF-Komplettsystem. Wir haben 3-DOF-Controller. Was wir versuchen ist, also einmal mit 3-DOF kann ich schon sehr viele VR-Spiele spielen. Ja, also nicht jedes Spiel muss mit 6-DOF gespielt werden oder soll. Um sie mal zu zeigen, das sind einmal drehen um die Hand. Also 3-DOF heißt der 3 Degree of Freedom, das heißt einmal diese Rotationsbewegung vorne nach hinten und links und rechts. Ja.
Okay, es fehlen also die drei Achsen, vor, zurück, hoch, runter, links und rechts. Was fehlt, ist im Endeffekt dann die sogenannte Translationsbewegungen. Also das heißt, dass ich mich im Raum bewege. Also ich bewege mich vorwärts, rückwärts, links oder rechts oder rauf oder runter. Ja. Wir versuchen das softwareseitig so abzudecken, dass ich bestimmte Translationsbewegungen dann hier mit dem Controller abbilden kann. Wie sieht es denn jetzt mit der Verfügbarkeit von Steam-Spielen aus? Also ist man da eingeschränkt, was die Spielbibliothek da angeht? Ich denke mal, mit den großen, teuren Geräten kann man da sicherlich mehr spielen, kann ich mir vorstellen. Wissen Sie da Bescheid? Steam ist ja eine sehr große Plattform und hat auch sehr viele unterschiedliche Spiele, vom Rennsimulator bis zum Shoot ist alles mit dabei. Und jedes Spiel hat so seine eigenen Anforderungen. Was die Controller auch angeht. Also man kann jetzt keine generelle Aussage treffen, dass alle 3 DOF brauchen, dass alle 6 DOF brauchen. Es gibt welche, die brauchen zum Beispiel, oder kann ich mit beiden spielen. Ja? Also das hängt sehr stark vom Spiel ab. Okay. Preis, meine ich, haben Sie schon genannt für die Brille an sich. Genau. 129 ist an sich recht günstig, also für eine VR-Brille erstmal, oder? Also die Brille kostet 99 Euro. Das VR1-Produkt kostet 129, aber zusammen verkaufen wir es als Bundle für 199. Okay. Ist wann auf dem Markt? Noch in diesem Jahr. Alles klar. Genauer geht es dann wahrscheinlich noch nicht, oder? Ja, IFA war zu früh. Okay. Gut, dann sind wir gespannt. Ich schaue mir noch die anderen VR-Brillen an und ich sage einstweilen Danke, Herr Troppmann. Dankeschön.